Vorbereitung insofern wenig. Wir wollen mal gucken, was passiert. Wir haben natürlich einen Bossa-Song vorbereitet, sind am Musikgymnasium und werden uns Ski vornehmen. Also wir sind eher aus der Unterhaltungsmusik und Sie eher aus dem klassischen Bereich. Und mal gucken, was passiert, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen. Ich habe auch sehr früh musikalische Erziehung genossen. Ich war in der Waldorfschule, war auch im Schulorchester, habe auch Geige gespielt und so klassisch. Habe ich aber recht schnell wieder verlernt. Die Gitarre hat einfach die Geige verdrängt. Ich fand Schule okay. Also jetzt war jetzt auch nicht jeden Tag Juhe zur Schule, sondern man ging halt hin. Ne? Man war halt so, man war so da und ging aber. Ich fand es nicht schlimm. Schlimm fand ich es auch nicht, aber das war... Rückblickend ist ja eigentlich eine gechillte Zeit, wenn man ehrlich ist. Ja, aber bei mir ist so, also viele haben immer während der Schulzeit gesagt, du wirst dich nochmal zurücksehen an die Schulzeit. Und bei mir ist keine Minute, keine Sekunde bisher eingetroffen, wo ich gesagt habe... Vermissen tue ich es auch nicht. Mist, war doch gut, war doch besser damals. Nein. Hallo. 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 Hi. Alec. Hallo. Hallo. Tschüss. Sind Bossos. Alec, Sascha, wir schreiben mal unsere Namen an die Tafel. Okay, ganz schön, wir zu machen. An der musikalischen Schule, was wir super finden. Wir können Noten nicht so gut wie ihr, glaube ich. Ich gar nicht. Ski habt ihr, glaube ich, alle bekommen zur Vorbereitung. Habt ihr euch den reingezogen? Ja. Und die Frage ist, was wir machen. Ob wir versuchen sollen, den zusammen zu spielen irgendwie, dass wir uns organisieren und gucken, wie wir das machen können. Also habt ihr da Bock drauf? Oh, vielleicht. Okay, naja, ich mach mal an, ja? Ich bin mal der DJ. Der Rest vom Unterrichtstag fällt aus, Leute. Wäre schön. Kommt zu spät und sag erstmal, wäre schön, wenn wir schon alle. Entweder singen wir das auch oder man habt ihr eine Idee. Ah, eine Querflöte. Sehr cool. Super. Aber da kann die Dynamik ruhig sich etwas anheben und arrangementmäßig was dazukommen. Die Geigen zum Beispiel würde ich in der Strophe nicht machen. Ja, vielleicht können wir das. Ja, komm, wir probieren einfach mal. Ja, sehr. Was? Ich hab.
Ich vergesse. Zack. 1, 2, 3. Yeah! Also ich fand die Stunde total interessant, auch zusammen mit Bosshaus die Stunde zu gestalten. Ich hatte davor noch gar keine Ahnung, was wir wirklich machen, außer dass wir irgendwie mit dem einen Song was machen. Und ich war sehr positiv überrascht. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde war schön und interessant, weil wir mit unseren symphonischen Instrumenten auch Rock machen könnten. Das fand ich gut. Also ich bin sehr begeistert davon. Ich hatte noch nicht so viel von der Gruppe gehört. Aber also ich fand es eigentlich ganz schön, sie jetzt auch kennengelernt zu haben. Obwohl es auch nicht ganz die Musik ist, die ich jetzt in meiner Freizeit höre. Ja, aber es geht schon in die Richtung. Also ich höre meistens Rockmusik und das ist halt so zwischen Pop und Rockmusik so. Ich würde die Note 1 geben. Selbst wenn der Unterricht nicht ganz so gegliedert war, trotzdem fand ich den Unterricht gut, weil alles auch ziemlich schnell zusammengekommen ist. 2. 1-, weil also ich fand, der Unterricht war sehr griffig, man konnte wirklich genau fassen, was sie von einem wollten. Ich finde, sie haben sehr stark die Gabe, Leute für etwas zu begeistern, weil es irgendwie, auch wenn es nicht so gegliedert war, es war trotzdem verständlich, was sie von einem wollten und haben auch den Freiraum gegeben zu improvisieren, auch wenn es nicht vorher abgemacht war. Das fand ich halt super. Also wirklich hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und sind sehr, sehr positiv überrascht und hatten echt eine geile Stunde. Ja, wir waren sehr fokussiert und hatten Spaß, hat man gemerkt. Naja, wir haben natürlich einen Haufen Alben im Gepäck, aber wir haben ein neues Album, Black is Beautiful, und She ist die aktuelle Single-Auskopplung. Deswegen haben wir gedacht, was aktuell ist, macht am meisten Sinn. Für uns ein neuer Track, der noch nicht so alt ist, und für die Kids vielleicht auch ganz cool. Und She eignet sich auch sehr gut, weil es sehr viele Arrangementmöglichkeiten darbietet für eine klassische Umsetzung, wie wir gesehen haben. Ja, wir würden es nicht nur noch einmal machen, wir machen es nochmal. Wir kommen wieder und üben es nochmal und dann treten wir auf bei der großen Klassenschulaufführung in der Aula.